da steht hier mitten so ein Idiot einfach so auf der Straße. Warum? Weil er nach Deutschland will. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Euro Truck Simulator. Heute, wie ich eben schon sagte, auf dem Weg nach Deutschland. Jetzt fahren wir erstmal 302 Kilometer nach Groningen. Ja, nach Groningen. Dann wollen wir mal losfahren, würde ich sagen, ne? Oh, ich habe schon so ewig nicht mehr gespielt. Ja klar, fängt gleich wieder gut an. Also es waren jetzt auch in letzter Zeit keine Folgen. Ich hatte da so ein paar andere Dinge leider zu erledigen. Das tut mir total leid. Ich weiß, ich habe jetzt schon öfter nicht aufgenommen und so. Das ist so recht momentan ein bisschen, ja nicht schwerer, sag ich mal, aber ein bisschen komisch. So. Auf jeden Fall, dafür wird das jetzt wieder ein bisschen mehr, logischerweise. Und ja. Was läuft jetzt? Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal ganz entspannt nach Deutschland, nach Groningen. Von da aus haben wir 100% hier noch einen Auftrag, mit dem wir dann nach Deutschland kommen. Habe ich mir so vorgenommen, dass wir da jetzt mal wieder ein bisschen rumcruisen, statt immer in England, Amsterdam oder sonst was weiß ich, wo wir sonst immer rumeiern. Und ja, das ist. Wahrscheinlich wird sich die heutige Folge eher darauf beziehen, dass wir erstmal dahin hinkommen überhaupt. So, das ist das Erste. Aber danach geht es auf jeden Fall dann eine Runde weiter. Wir werden sehen. Jetzt fahren wir erstmal noch 4,5 Stunden. Hoffen wir, dass wir gut durchkommen. Ich werde auf jeden Fall mich ein bisschen beeilen. Ups! Oh nee! Na toll! Gut, das hat natürlich immer super angefangen, dass ich immer gut durchkomme. Ja. Gut. Nächster Versuch. Sorry. Das war nicht mein Plan. Ja, wie viel Geld haben wir? Wir haben noch 1035. Müssten eigentlich bald mal tanken. Wir haben nur noch 300 Liter für 112 Kilometer. Hoffentlich finden wir gleich mal eine Tankstelle, wo wir dann mal eben kurz für 500 Euro tanken können. Weil wir auch genug Geld haben. Ne? Ihr wisst ja. Und hoffentlich bauen wir mal ein paar weniger Unfälle, weil das Geld fürs Reparieren habe ich nicht. Definitiv nicht. Gut, Groningen, geradeaus. Wir haben heute, weil ich es ja immer so gerne sage, den 24. November, ein Sonntag, genau 11:45. Und ja, sind voll unterwegs. Upsa, hey, mach mal, hallo. Du machst hier ganz schön eine Faxen, Kollege. Eigentlich bist du besser zu lenken. Man merkt echt, dass wir einen neuen Motor drin haben, bzw. einen Volvo fahren. Ein etwas härteres Kaliber hier. Ich finde die Kurzüberschreitung, das ist ja nicht neu. Jetzt können wir nicht mal mehr für 500 Euro tanken gehen. Hoffentlich holen gleich mal unsere beiden lieben Fahrer noch ein bisschen rein. Ah, da haben wir es doch schon. Gleich mal 600, das hört sich gut an. Und dann werde ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr darauf achten. Dann werde ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr darauf achten, die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten und all sowas ein bisschen ordentlicher zu fahren, sag ich jetzt mal. Weil wie gesagt, Geld ist nicht unendlich, Geld wächst nicht auf Bäumen und ich krieg's kotzen. Nee, 1,41, ja, das ist doch super, das ist doch billig. So muss das doch alles sein. So wollen wir das alles haben. Da haben wir dann denke ich mal gleich einen Tank voll. Obwohl, das kriegen wir gar nicht hin. Also gucken, dass wir da nicht zu viel tanken. Verdammt! Egal. Haben wir minus 1 Euro. Why not? Ich weiß, wir haben Post. Wir müssen. Ah, wir haben unser Konto überzogen. Bla. War ja klar. Ist ja nichts Neues mehr.
Und jetzt haben wir minus 1 Euro. Warum auch nicht? Egal. Kann passieren. Wie viel dürfen wir fahren? Ich glaube gar nicht so viel, wenn die alle hier langsam fahren. Ich fahre immer nicht zu schnell. Kein Bock, einen Strafzettel zu riskieren. Und ja. Was ist in den letzten Tagen passiert? Es war Wochenende, es war eine Woche, ich war arbeiten. Das war ja meine erste Arbeitswoche wieder. War ganz nett, hat mich echt drauf gefreut. Jetzt fange ich wieder an zu arbeiten und jetzt kommt gleich der nächste Stress. Ja, das weiß ich, hört sich doof an. Aber jetzt ist schon scheiße, wenn du dahin geschickt wirst, wo du arbeiten musst und gar keinen Bock auf diese Menschen hast. So läuft es nämlich bei mir. Dass ich diese Woche, also morgen noch nicht, aber ab Dienstag muss ich da arbeiten, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe, wo mir die Leute einfach nur auf den Piss gehen, weil sie einfach nicht ordentlich mit mir reden können und bla, und dann kriege ich einfach so einen Halsball und könnte, ey, das ist unglaublich. Nee, die reden mit dir, als wärst du nicht, das ist so für den Arsch. Und im Endeffekt, ich mag diesen Job, ich mach's gerne. Klar, ich verdiene nicht so viel und so weiter und so fort, aber das ist ein Anfang. Aber da, wo ich jetzt hin muss, da habe ich echt gar keinen Bock zu. Wenn die Menschen nicht mal ordentlich mit dir reden können, weil sie denken, die wäre sonst was. Aber naja, gut, man muss ja immer mal so ein paar seine Opfer machen. Also von daher, egal, kann passieren. Ja, mittlerweile, ich bin zwar noch so ein bisschen am Husten, aber das ist jetzt wirklich eigentlich gar nichts mehr. Ich hab's endlich geschafft, ich bin nach mehreren Wochen bin ich endlich wieder gesund. Oh, wir fahren 144, Alter! 146. Nee, ich bin endlich wieder gesund und endlich wieder bereit dazu, ohne Husten zu sprechen. 150, alter Schwede! Jetzt können wir auch aber auch nicht mehr lenken. Müssen wir echt aufpassen. Schon krass. Nee, und ja, was soll ich noch sagen? Jetzt fange ich gerade an, ein bisschen Schnupfen zu bekommen, aber im Endeffekt, ich bin gesund. Es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Ihr wisst noch, meine ersten Minecraft-Let's Plays, wenn ihr die gesehen habt, da war das noch echt schlimm. Wie ich da am Husten war, das ist echt krass gewesen. Das habe ich jetzt zum Glück nicht mehr. Ja, nur vorüber, ich will eigentlich nicht bremsen, Penner. Hallo. Rüber jetzt. Ey. Oh. Ich muss bremsen, ich muss wieder rein. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich war zu sehr auf die Geschwindigkeit fixiert, ey. Aber wir fahren noch immer so lange. Wir haben schon die Hälfte geschafft. Ach, war klar. Jetzt haben wir minus 401 Euro. Ach ja, heute ist schon wieder so eine Chaosfahrt, ey. Joa, why not? Und noch mehr Schaden, warum auch nicht? Heute läuft doch. Und noch mehr. Heute läuft doch heute. Ey, sag mal, heute läuft doch gar nichts hier, ey. Ich nehme hier einfach die Vorfahrt, das ist mir auch scheißegal. Zack, so. Wir nehmen uns, was uns gehört, und das ist alles. Die Vorfahrt, das Geld, die Frauen, die Autos, alles unseres. Also die Frauen im Sinne von unserer Schwester, unserer Mutter, unsere Tochter, wenn man schon eine hat, unsere Nichten und all sowas. Freundin, Frau, Verlobte, whatever. So. 1 Stunde 43 sind wir auch schon da. Na, kommen wir noch vorbei? Super, super. Ja, ich hab doch gar nichts gemacht, ich hab gar nichts getroffen. Ja, nun sind wir wieder in die Schulden. Wow, das war natürlich ganz schön scharf gerade.
Ja, gut. Aus den Schulden kommen wir auch schnell wieder raus. Wir schaffen das schon. Schon so ewig nicht mehr gespielt, also zeig mir heute meine Fehler. Meine Fresse, schon wieder nicht durchkommen. Nee, also ich habe wirklich die ganzen letzten paar Tage habe ich nicht mehr gespielt. Ich glaube schon seit letzten Wochen oder so schon nicht mehr. Bin teilweise vielleicht raus, habe schon wieder zu viele andere Spiele nebenbei gespielt. Wenn ich die Zeit dafür gefunden habe, beziehungsweise wenn mal mein Rechner so funktioniert, wie er sollte, was noch nicht das große Problem ist. Sonst hätte ich schon viel früher wieder Prince of Persia gespielt. Denn das fehlt auch schon seit einer ganzen Woche jetzt. Mann, das ist schon echt krass, was hier momentan los ist. Aber ja, das kennt man nicht anders. Mein Rechner, mein Laptop, whatever, der läuft halt nicht immer so, wie er es soll. Vielleicht haben wir es geschafft. Nicht mal mehr eine Stunde, nicht mal mehr 50 Kilometer sind wir schon da. So, dann fahren wir vorbei. Und hier haben wir nicht. Boah, Bombe, das war ein Manöver. Bäm. So. So. Nehmen wir uns einen anderen Weg. Ab jetzt fahre ich wieder vorsichtiger. Ich verspreche es. Tut mir echt leid. Aber jetzt passe ich wieder mehr auf. Das war, weiß auch nicht warum. Ich hoffe, wir beeilen, damit wir in dieser Folge noch wieder nach Groningen kommen, das dauert so ewig. Und ich war ein bisschen unvorsichtig und ja, ich hab's halt nicht gemacht. So, ich habe Fehler gemacht, tut mir leid. Ihr habt bestimmt gemerkt, früher waren die Folgen immer eine halbe Stunde lang, jetzt sind sie noch eine Viertelstunde. Das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen mehr zu tun habe und somit nicht mehr komplett die Zeit immer diese halben Stunden Folgen zu machen, was hoffentlich nicht stört, wenn ich sie jetzt wieder wenn ich sie jetzt wieder wenn ich sie jetzt wieder mal pünktlich mache und weiter und so fort, und dann hoffentlich verzeiht ihr mir das dann. Wir sind in Groningen angekommen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier mit nach Deutschland kommen. Amsterdam, Osnabrück, das was ich wollte. Perfekto. Super, so. Und das schöne Volvo. Und es geht nach Deutschland, das was wir wollten, so eben kurz anders hingesetzt, während der da lang gerollt ist. So. Ich freue mich echt schon wieder mal hier zu spielen. Ne? Ich habe schon so überlegt, so, ja cool, endlich fährst du mal wieder eine Runde und freue mich auf den kaputten Truck. Nee, und fährst mal wieder eine Runde, erzählst mir wieder so ein bisschen Dümmschiss, so wie sonst auch immer. Hast du deine Fracht hinten dran? Hast du echt länger nicht mehr gemacht? Ich habe mich, oh Mann, wie gesagt, heute echt drauf gefreut. Ich freue mich auch sonst drauf, das ist klar. Aber heute so nach langer Zeit war das wieder echt mal schön. Da kommt keiner.